Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich eine ganz wichtige Sache vergessen habe. Boah, das sind noch Magic-Karten, ne? Ja, hallo. Bin der Steffen. Ich darf auch mal auf dem Kanal auftreten. Mit Booster Openings. Ich hatte Geburtstag und mir wurden wunderschöne Geschenke aus der Community gemacht. Und zwar ein wunderschönes, wichtig Deutsch Aufmarsch Booster, weil ich spiele grundsätzlich Deutsch. Und noch ein wunderschönes deutsches Mirrodin Booster. Die werden gleich aufgemacht, dazu will ich aber kurz was sagen. Warum Aufmarsch und Mirrodin? Ich habe zu Aufmarsch Mirrodin Zeiten angefangen, kompetitiv Magic zu spielen. Damals noch im Standard und hätte ich das halt nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich nie die Leute kennengelernt, die mir das quasi geschenkt haben, die für mich einfach unfassbar wertvolle Freunde geworden sind. Und da geht das einem dann schon ein bisschen nah. Also da muss schon ein kleines Tränchen wegdrücken, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da bin ich unfassbar dankbar für. Das sind super gute Freunde geworden, die ich nie wieder missen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen chronologisch an. Das heißt, wir fangen mit Aufmarsch an. Ich packe das Mirrodin dann mal hier so ein bisschen in die Ecke. Ach, ist das nicht schön? Das waren noch Zeiten. Da kriege ich so leichte Flashbacks von früher. Haben wir die noch, Grüße gehen raus, im Habakuk gekauft. In der Schule und auch bei anderen Leuten. Ich krieg das Booster nicht auf, das ist nicht schön. So, und jetzt erstmal direkt das Allerwichtigste. So sollten Magic-Karten aussehen. Seht ihr diesen Rahmen? Das ist ein Rahmen. Wir haben gleich noch den Vergleich, wo es kein Rahmen ist. Nur mal wichtig. Turm des Sumpfbrut. Habe ich, glaube ich, nie. Interessant, dass die Uncommons vorne sind. Wusste ich nicht mehr. Ist zu lange her. Ich werde alt. Turm des Sumpfbrut. 5 Mana, schwarz. Immer wenn die Schaden zufügt, verlierst du entsprechend viele Lebenspunkte. Morph. Mega. 4-4. Anstecken. Alle Kreaturen halt -2/-2, bis zumindest zu. Ist als Hexerei. 3 Mana. Naja, kann man machen. Ich muss das hier noch so ein bisschen, dass ihr das auch einigermaßen seht. Ah, geil. Goblin-Maschinist. Den habe ich tatsächlich mal in irgendeinem Fun-Deck sogar gespielt. Der konnte irgendwie für 3 Mana deckste Karten oben von der Bibliothek auf, bis du eine Karte aufdeckst, die kein Land ist. Und dann kriegst du ja +X/+0, wobei X die umgewandelten Mana-Kosten sind. Dann legst du die Karten wieder unten drunter. Und die Rare, Silvos der Räuber. Oh mein Gott. Ja, habe ich auch in einem Fun-Deck gespielt. Habe ich sehr hart gefeiert damals. Unfassbar coole, legendäre Kreatur. Der wird auch definitiv gesleeved und irgendwo bei mir landen. Und wenn es in einem Bilderrahmen ist. 6 Mana, 3 Grüne davon, Legende, Elementarwesen, Trampelschaden, für ein grünes Regenerieren 8-5. Das fand man damals noch Gast, da hattest du noch keinen Emrakul. Apostel der Tücke, Kleriker, das war auch so ein Ding in dem Block, da gab es eine Menge Kleriker. Schutzverweis, Umwandlung 2. Oh, wir haben eine Foil. Und wir haben einen Schock mit einem Artok drauf. Ich weiß nicht, welcher Artok es ist, aber es ist ein Artok, der gegrillt wird. Was nie eine schlechte Sache ist. Ah, Vollebene. Ja, ist klar. Die geht. Jetzt muss ich doch eine Vollkarte in meinem Dessen Texas spielen. In meinem Hawks in Texas. Das ist auch richtig schönes Vollding noch. Und die ist, glaube ich, lege das mal gerade zur Seite, nicht wirklich gecurlt. Also vielleicht minimal. Wenn man jetzt überlegt, wie alt die Karte ist, kann es aber nicht mehr machen. Die Zeiten sind rum. Anspruch des Meeres. Verzaubert Land ist ein Insel. Gefallener Kleriker, ja wie gesagt, Schutz vor Klerikern. Kleriker war ein Ding. Die einsame Sandbank, heutzutage in jedem dritten Commander-Deck, wenn nicht in jedem. Stolz des Drahtholzes, ja, an die erinnere ich mich auch noch, die hat irgendein Kumpel von mir in einem Elfendeck gespielt. Auch damals, Elfen natürlich schon ein Ding. Ja, Apostel der Gnade, wie der Kleriker. Umwandlung war ein Ding. Ich weiß nicht, ob das da zum ersten Mal kam mit Umwandlung, aber es gab, ja, jede zweite Karte, wie ihr seht, hat Umwandlung. Mögen die Ketten. Oh, tappe bis zu 4 Kreaturen deiner Wahl. Wenn du die umwandelst, darfst du eine Kreatur tappen. Das ist gar nicht mehr so bad. Grausame Wiederbelebung habe ich im Zombie-Fun-Deck gespielt. Zerstöre eine Nicht-Zombie-Kreatur deiner Wahl. Kann nicht regeneriert werden. Und du kannst eine Zombie-Karte aus dem Friedhof auf die Hand zurückbringen. 5 Mana. Auch sehr cool. Oh ja, Klippenhorn wieder.
Boah, da kommen richtig viele Erinnerungen hoch. Ich habe ein Deck gespielt, weil einfach nur Bestien als Thema hatte, weil es gab irgendeine Karte, die Bestien, glaube ich, billiger gemacht hat, so eine Art Goblin Lord nur für Bestien. Und sonst haben die, glaube ich, keine Synergien gehabt, aber sie waren halt witzig. Und das war einer davon, den ich da drin gespielt habe, mit Erstschlag 3-1 für 4 Mana. Ja, das war das Aufmarschbooster. Mega cool. Ich freue mich tierisch. Auch kurz zur Erklärung, liegt das einfach mal da oben hin. Value ist hier absolute Nebensache. Juckt mich überhaupt nicht. Mirrodin. Ich weiß noch, das erste Mirrodin-Päckchen, was ich gesehen habe, was je geöffnet wurde, da war ein Platin-Engel drin und wir kannten den damals im ersten Moment noch nicht und haben gedacht, was ist denn für ein brokener Shit? So, okay, du kannst das Spiel nicht mehr verlieren. Das ist ja mega dumm. Und damals hat man aber dann im Nachhinein noch den Kartefakt gekauft und da waren dann alle Karten drin, abgebildet. Da war Internet noch nicht so ein Ding. Ist es in meiner Heimat heute noch nicht. Kein vernünftiges. So, da seht ihr, so sollten Magic-Karten nie aussehen. Aber Wizard hat sich gedacht, ich kann das gerade mal hier vergleichen. Moment. Schöner Rahmen. Meine Freundin hat das gestern bewertet und hat gesagt, also nicht die Booster hier, aber hat dann gesagt, als Grafikdesignerin finde ich die ja besser, weil die ordentlicher sind, aber schöner finde ich die. Kluge Frau. Grüße gehen raus. Abgebikter Nimm. Ja, die Nimms. Da waren auch noch die Ankommens vorne. Krass. Kreatur Kampfschaden zufügt, verliert der Beherrscher der Kreatur so viele Lebenspunkte. Regeneration. Rüstungsschmiede. Ach du Heiland. Das Artwork ist auch echt aus der Hölle. So ein bisschen. Die Augen von dem Dude sind schon crazy. Ja, Mirrodin, bekannt dafür, unfassbar viel Artefaktgedöns, ne? Hier auch dominieren. Du kontrollierst die verzauberte Artefaktkreatur für 3 Mana. Und Verhexalskette. Oh mein Gott. Ja, die habe ich damals auch gezogen. Ich habe keine Ahnung mehr, was sie macht. Ich kann es aber mal kurz vorlesen. Am Ende deines Zuges übernimmt ein Gegner deiner Wahl die Kontrolle über die verhexte Halskette und legt eine Ladungsmarke auf sie. Zu Beginn des Versorgungssegments fügt die verhexte Halskette dir Schadenspunkte in Höhe der Anzahl Ladungsmarken, die auf ihr liegen, zu. 3 Mana, lege eine Ladungsmarke auf die verhexte Halskette oder entferne eine von ihr. Ja, sinnvoll, Fragezeichen, aber das war auf jeden Fall mal die Rare. Ja, die Kobalt-Golems, die gab es in jeder Farbe. Der eine kriegt Flugfähigkeit, der andere Trampeln, Eile, etc. Die habe ich auch mal in einem Fun-Deck gespielt. Fangren, weirdester Name für eine Bestie überhaupt. Neuruck-Vertrauter. Was macht er denn? Wenn der ins Spiel kommt, deckst du die oberste Karte in der Bibliothek auf. Falls es eine Artefaktkarte ist, nimm sie auf die Hand, sonst kommst du in den Friedhof. Wozek Kampfhörner. Ja, da kamen die ersten Equipments raus in Mirrodin. Waren die ersten, was erstes hätten, dem es überhaupt Ausrüstung gab. Und manche davon werden heute noch gerne gespielt. Zumindest aus dem Block. Ich weiß jetzt gerade nicht. Jitte war, glaube ich, später auf jeden Fall. Betterskull weiß ich nicht, wo sie ursprünglich drin war. Ja, die war, glaube ich, in dem neuen Mirrodin-Block dann. Aber Sword of Fire and Ice wurde mir aus dem aufgeflüstert. Ist natürlich aus Mirrodin. Ja, die Leoniden, Katzen. Ich habe damals gedacht, die wären alle mit Jared, dem Löwentitan, aus irgendeinem Set verwandt. Da kämen die her. Weil sonst hattest du nicht so viele Katzen in Magic gefühlt. Apostel der Gruft habe ich damals gespielt, würde ich heute noch spielen. Finde ich immer noch eine gute Karte. Immer wenn ein Artefakt aus dem Spiel auf den Friedhof gelegt wird, kann dein Gegner einen Lebenspunkt oder wird er verlieren, weil du kannst entscheiden, ihn den verlieren zu lassen. Ramwurm-Rüstung. Beste Ausrüstung, die nie gespielt wird, weil die nicht gut ist. Aber im Casual war die mega, weil einer Kreatur plus 0 plus 6 zu geben in einem Format, wo du niemanden quasi irgendwie sowas wie Terror gespielt hat, war das halt gut. Uralte Höhle. Sehr geil, Artefaktland kann man immer spielen. Auf Deutsch bin ich sehr happy drüber. Auch wenn ich gerade keine Verwendung dafür habe. Krieg entfachen. Mir ist jetzt zum ersten Mal nach, wann kam Mirrodin raus, von der Ewigkeit, ich bin alt, in den ganzen Jahren ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die Dudes alle so einen krassen Iro haben. Ich muss nochmal über die Karten gucken und überlegen, ob das so ein Ding war. Elfen-Ebenbild, es gab dann auch von jedem klassischen Kreaturentyp, Goblin, Elf, Wizard, bla bla bla, konnten alle was Passendes zu dem Stamm hier halt Verzauberungen zerstören, indem man den opfert. Und noch eine der klassischen Spruchbomben. Schwefelkies-Spruchbombe. Spruchbomben kann man heute noch spielen. Eine gute Karte. Ja, das waren die beiden Booster. Ich bin unfassbar happy. Bin immer noch extrem gerührt tatsächlich. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich eine ganz wichtige Sache vergessen habe.
Boah, das sind noch Magic-Karten, ne? Die riechen noch gut. Ich habe eben ganz viel Neo-Kamigawa-Zeug aufgemacht. Die riechen nicht so geil. Boah, das ist schon Zucker. Ja, ich freue mich, wenn ihr dabei wart. Abonniert den Kanal von Marc. Ein guter Kanal, kann man mal reingucken. Nochmal an alle, die das sehen, die mir das geschenkt haben. Ihr seid die Geilsten. Ich bin super, super dankbar. Ich weiß. Und mega happy, dass ich euch zu meinen Freunden zählen darf und will euch auch nicht mehr missen. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Hat super viel Spaß gemacht. Und vielleicht hört man sich mal wieder. Hallo!